Ja, da hat er recht. Da hat er recht, ne? So, und jetzt, sie hat es tatsächlich geschafft. Wir haben nicht mehr so lange. Also, der Komodowaran ist es geworden. Ja. Natürlich, ne? War irgendwie naheliegend. Ich glaube, die anderen kriegen auch noch was ab zu Hause. Also, okay. Wie gesagt, ich garantiere nur für Quatsch, ja? Komodowaran, du brauchst dich nicht zu paaren. Befruchten kannst du selber. Drum frisst du ein paar Kälber und dann vielleicht ein Schwein. Legst dich auf einen Stein und denkst, wie ich das mache, das ist nur meine Sache. Bin ich nur mein, nicht dein. Und bin im Grund doch ein recht selbstverliebter Drache. Du warst, was das mal erzählt, das fand ich ja weh. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also ich mag den Komodowaran. Ja, das ist, hat er ja gesagt, Andreas Kiel. Das ist ganz giftig. Da hat er so viel Bakterien im Mund. Ja, die fressen auch, also die fressen kleine Tiere, die andere Tiere nicht fressen könnten. Und kann, hat er uns erzählt, Eier kriegen, die befruchtet sind, ohne dass da irgendwie jemand mal was gemacht hätte. Also der männliche Teil des Komodowarans. Was machen die denn dann den ganzen Tag? Ich weiß es auch nicht. Ich werde Andreas Kieling das nächste Mal fragen, wenn er hier ist. Wozu haben die denn dann Männchen? Weißt du, was wir machen? Wir machen ein schönes Foto davon. Ja. Ne? So, dann stellen wir das mal bei uns ins Internet. So, guck mal, so ist das wunderbar. Aber hier, also das ist Krickelkacke. Ich dachte schon, sie macht zwei Seiten. Nein, aber es ist dann doch recht schönes lang. Schönes Foto. Eine dazu Ode packen wir noch das aktuelle Album, ein leichtes Schwert. Da machst du bitte noch ein Autogramm drauf. Sehr gerne. Wunderbar. Und dann verlosen wir das bei uns im Internet. Da ist auch Adresse. Ein Komodowaran ist da vorne drauf. Adresse ist logisch, ndr.de/das. Klicken Sie einfach mal rein. Ab sofort wird das Gedicht verlost mit dem Album. Ja. Oh, Judith. Wunderbar, es war sehr schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Mache ich jetzt immer. Ja, oder? Ich fand, das ist also wunderbar. Ihnen zu Hause noch einen schönen Abend. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Morgen ab 18.45 Uhr sind wir wieder da. Dann die Kollegin Bettina. Freuen Sie sich drauf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie dran hier im NDR. Guck mal, passt doch. Prima. Es hat echt Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen ganz herzlich.